vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch eine Partybrezel machen oder backen. Wie immer, wir brauchen gar nicht viele Zutaten für den Teig. Später zum Belegen der Partybrezel könnt ihr eigentlich nach eurem Geschmack wählen. Ich zeige euch auf jeden Fall mal, wie diese XXL-Brezel hergestellt wird. Wir fangen auch gleich an. Wir benötigen 280 Gramm Wasser. Einen halben Würfel frische Hefe. Weiche Butter, und eine Prise Zucker. Diese Zutaten werden wir jetzt 2 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmen. Also 2 Minuten. 37 Grad, Stufe 1. Meine Hefe mit dem Wasser ist jetzt erwärmt. Nun fügen wir 300 Gramm Weizenmehl, Typ 550 dazu. Und 200 Gramm Weizenmehl, Typ 405. Teelöffel Salz. Und 2 Teelöffel Backmalz. Wer kein Backmalz hat, lasst es einfach weg. Wer eins selber herstellen möchte, in der Rezeptwelt gibt es Rezepte für die Backmalzherstellung. Schaut einfach danach. Also es ist auch einfach selber herzustellen. Das dauert halt dann ein bisschen, bis die Weizenkörner oder Dinkelkörner oder Roggenkörner dann anfangen zu keimen. Diese Zutaten werden jetzt 3 Minuten auf der Teignetzstufe zu einem Teig verknetet. Teigstufe und los! Mein Teig ist jetzt fertig geknetet. So schaut er aus. Das ist ein richtig schöner Teig geworden. Die meine Filmchen ja schon kennen, wissen ja immer, dass ich meine Hefeteigschüssel immer einöle, damit ich ja den Hefeteig später besser aus meiner Schüssel rausbekomme. Wir füllen jetzt den Hefeteig um. Also es ist fast nichts mehr drinnen. Das kriegen wir jetzt so noch raus. Also ihr seht, es ist ein richtig schöner Teig. So schaut jetzt mein Mixtopf aus. Den Hefeteig lasse ich jetzt 30 Minuten zugedeckt an einem warmen Ort gehen. Und wenn er dann gegangen ist oder geruht hat, sehen wir uns wieder. So ihr Lieben, mein Hefeteig ist jetzt eine halbe Stunde gegangen. Schaut mal, wie schön der aufgegangen ist. Was für ein toller, fluffiger Hefeteig wir jetzt haben. Meinen Backofen habe ich auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Zum nächsten Schritt, wie ich die Brezel mache, hole ich euch wie immer näher zu mir her. So, mein Hefeteig tue ich jetzt auf meine Arbeitsplatte.
Schaut mal, wie toll der Hefeteig rausgekommen ist. Nun werde ich den Teig falten. Ich werde jetzt etwas mehlen, die Unterlage. In einen Topf habe ich jetzt 250 Gramm Wasser drin. Die tue ich jetzt erhitzen und werde dann einen Esslöffel Haushaltsnatron dazugeben für die Lauge oben drauf. Wir rollen jetzt eine lange Wurst. Ich lasse es in der Mitte immer ein bisschen dicker. Und lass es dünn zulaufen. Also es ist, man braucht schon Platz dafür. Mein Löffel. So, jetzt dürfte es ungefähr passen. Dann tun wir es noch ein bisschen zurecht. Jetzt überkreuze ich die Teile noch einmal und klebe sie oder legt oben drauf. Und jetzt wird nochmal in Form alles gebracht. Jetzt lege ich sie auf mein Backblech. Schaut jetzt meine XXL Partybrezel aus. Mein Wasser kocht jetzt auch schon. Da gebe ich jetzt das Speisenatron dazu. Das schäumt jetzt. Und die Riesenbrezel wird jetzt zweimal mit der Natronlauge eingepinselt. Nun werde ich sie mit grobem Salz bestreuen. Wer möchte, kann auch Sesam drauf tun. So schaut das Ganze jetzt aus. Meine Partybrezel werde ich jetzt 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze backen. Wenn die Brezel fertig ist, sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, meine Partybrezel ist jetzt fertig und ausgekühlt. So schaut sie aus. Ich habe sie jetzt schon mal aufgeschnitten. Schaut mal, ich zeige euch mal, wie sie aufgeschnitten innen drin ausschaut. Total locker, total fluffig. Das ist mal der Deckel. Und das wäre die Unterseite.
werde sie jetzt belegen, habe in der Zwischenzeit, wo jetzt die Riesenbrezel gebacken hat, Eier im Thermomix gemacht. Die sind jetzt gerade beim Auskühlen, habe jetzt 4 Eier gekocht. Ihr könnt sie natürlich so belegen, wie ihr sie möchtet. Ich sag's bloß, wie ich sie jetzt belege. Ich werde unten eine dünne Schicht Mayonnaise, ihr könnt natürlich auch Frischkäse nehmen, leg Salatblätter drauf, leg Käsescheiben drauf, gekochten Schinken, Gurken, Tomaten, kleingeschnittene Eier, also in so Scheiben geschnittene Eier, und dann kommt oben auf dem Deckel noch ein bisschen Mayonnaise drauf. Und im Anschluss von dem Video seht ihr natürlich die Bilder Schritt für Schritt, wie ich sie zubereitet habe. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, kommt echt super an, meine Kinder lieben sie. Wenn wir Besuch haben, die möchten immer nur diese Partybrezeln haben, weil sie echt lecker schmecken und ist halt mal was anderes. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.